Genau, der arme Junge. Ist es ein weiterer Fehlkauf? Das will ich jetzt nicht. Halber Fehlkauf. Hallo, eine neue Woche mit Liebitzen. Pieces. Es ist der eine Moment in den letzten 6 Tagen, in denen es nicht regnet und kurz die Sonne scheint. Und in diesem Moment starte ich meinen Vlog. Wie gesagt, ihr habt ja gerade schon gesehen, oder vorhin habe ich mich für den Tag fertig gemacht. Ich hatte jetzt noch kurz einen Termin und habe jetzt eigentlich E-Mails gemacht und war hier in meinem Büro unterwegs. Ich habe übrigens mittlerweile auch mal meinen Tisch aufgeräumt, ne? In meinem letzten Vlog sah der so katastrophal aus. Ich dachte mir, hey, so ist die Realität, es ist nicht immer alles aufgeräumt. Jetzt freue ich mich auf etwas ganz Besonderes und zwar ist Flo gerade hier. Flo kennt ihr, wenn ihr meine Vlogs ganz aufmerksam schaut und vor allem im Sommer meine Insta-Stories gesehen habt, dann wisst ihr, dass Flo und ich zusammen im Coworking-Space arbeiten und wir in der Mittagspause immer Kaffee trinken gehen, denn er ist so wie ich ein großer Kaffee-Enthusiast. Hat auch selber ins Coworking Space selbstgemachten Cold Brew mitgebracht und so weiter. Auf jeden Fall, wir haben da definitiv das gleiche Hobby und weihen jetzt unsere neue Kaffeemaschine ein, die natürlich im besten Falle in unserer neuen Küche stehen würde. Wir denken uns das einfach. Ich hatte das natürlich gehofft. Aber hey, wir haben noch keine Küche. Trotzdem trinken wir jeden Tag Kaffee. Und ich zeige euch mal, wo sie dann irgendwann mal stehen wird. Aber das hält uns nicht davon ab, jetzt schönen Kaffee zu trinken. Und wir werden noch ein bisschen, ich glaube, ich habe noch so ein paar Kekse, Lebkuchen und so weiter. Und machen uns einfach einen schönen Nachmittag und ihr kommt mit. So, ihr kennt ja unsere provisorische Küche. Hoffentlich gibt es da bald mal ein Update. Und hier sollen halt so recht flache Schränke hin, 2 Stück. Und dann gibt es halt hier einen Absatz, okay. Und dann kommen hier halt so Kaffeemaschine rauf, Wasserkocher und so weiter. Hier seht ihr Flo. Flo ist schon da. Und wir werden jetzt die Philips Latte Go Maschine endlich auspacken. Und ich freue mich tierisch. Von Weihnachten unterwegs. Ja, voll. Und mit meinen Socken auch. Dein Outfit passt super. Stimmt, dein Pullover passt mega. Das ist mir gar nicht aufgefallen. So. So. Ihr wisst ja, ich arbeite jetzt schon lange mit Philips zusammen und ich würde sagen, war es schwierig. Neben dem Lumia und dem Speed Pro Max ist es, glaube ich, so mein, das Produkt, worauf ich mich halt die ganze Zeit schon so freue. Weil auf dem Event in Hamburg haben wir da ja schon einiges drüber erfahren. Und ich glaube, wenn man Kaffeevollautomaten möchte oder vielleicht einen hat, der aber super aufwendig und anstrengend ist, was ich jetzt mal sagen würde, was unserer ist, der ist okay, aber der ist halt in der Reinigung und so weiter eine Komplettkatastrophe, habe ich halt hier ganz große Hoffnung. Aber jetzt bauen wir es erstmal auf. Wir packen erstmal aus. Erstmal packen wir alles aus. Tada! Wir müssen den erstmal kopfüber in einen Becher packen mit dem Wasser, bis keine Blubber mehr rauskommen. Ha ha ha!
Gott. Ah, sehr gut. Was hast du denn da? Also deiner sieht auf jeden Fall schon mal mehr fancy aus als mein. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch mal ranken. Wer hat die schönste Verpackung? Erzähl doch mal vielleicht deine Liebe für Kaffee. Was ist da eigentlich los? Okay. Also ich bin jetzt nicht der krasse Kaffee-Experte, aber ich finde schon, guter Kaffee ist extrem wichtig. Ich weiß gar nicht, bei mir hat das irgendwie angefangen nach einer Zeit, weil ich kann nicht so starken Kaffee trinken. Also ich kann nicht so säurehaltigen Kaffee trinken. Deswegen sind halt schon viele Kaffees raus. Ja. So, und deswegen habe ich dann irgendwann mal angefangen, mich mehr darum zu kümmern und halt mehr zu gucken. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich mehr so Kaffee mag, die quasi Single Origin sind. Das heißt halt nur eine Bohnensorte. So, es ist halt, genau, es doppelter ist nicht, Blend oder wie man das ja, nennt. Genau, es ist halt nicht gemixte Sorten, sondern es sind eine Packung. Und wenn du halt Single Origin hast, kannst du, musst du den Kaffee nicht so stark rösten, damit du einen gewissen, man blendet es halt so, dass der meistens mehr geröstet ist. Und ich mag eher so Kaffee, der so mittler geröstet ist, dann ist der halt auch nicht so stark. Aha, so, und irgendwie kam es halt dann so dazu, dass ich dann irgendwie da reingerutscht bin und mich dann immer weiter damit interessiert habe. Und auch dann mal geguckt habe, dass die vielleicht auch mal Direct Trade sind oder Fair Trade oder irgendwie in die Richtung, weil bei mir ist es eher so, dass ich Kaffee auch einfach, also ich trinke jetzt nicht viel Kaffee, aber ich trinke gerne guten Kaffee. Ja. Also so, weiß nicht, so 3 Kaffee am Tag maximal ist das eher bei mir. Also du investierst und das glaube ich, da bin ich auch eher so, es ist wichtig, wie man das zubereitet, also Kaffeemaschine. Aber wenn du halt schlechten Kaffee hast, bringt dir halt auch die beste Maschine nicht. Also ich finde, das muss halt so eine gute Balance sein, dass beides halt passt. Das finde ich immer extrem wichtig, weil ich kenne auch viele Leute, die eine Kaffeemaschine sich oder einen Automaten für mehrere hundert Euro kaufen, dann aber die billigsten Bohnen da rein tun und dann halt mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind und sich wundern, warum der Kaffee nicht so geil schmeckt. Genau. Und gerade bei Bohnen sollte man nicht zu wenig Geld investieren. Also ich finde auch so, also der ist jetzt ungefähr bei, ist jetzt 500 Gramm ungefähr bei, oder 12, irgendwie in dem Bereich findet er sich statt. Aber das ist schon so normal, dass man eigentlich für ein Kilo so guten Kaffee so bei 35 bis 40 Euro ist. Echt? Also die sind schon, Ich bestelle halt online in so einer Rösterei und die bieten halt so verschiedene Probierpakete quasi an. Also dann hast du welche lokal, die werden halt zum Beispiel in Hamburg geröstet. Deine wurde jetzt sogar hier in der Nähe geröstet. Der ist aus Leer. Ja, aus Leer. Genau, aus Leer. Ich probiere halt auch darauf zu achten, dass die Fairtrade sind. Mhm. Also das kann man da halt so einstellen, das finde ich ganz gut. Ja. Röstgrad kannst du einstellen, säurehaltig, ja, nein und so weiter. Und was ich auch gut finde, ist, wenn man keine Ahnung hat, es gibt so viele lokale Röstereien überall. Auch hier zum Beispiel bei uns jetzt in Oldenburg. Es gibt halt echt, die findet man nicht so einfach, also lokale Röstereien, weil die jetzt nicht unbedingt Social Media so weit verbreitet sind, außer natürlich jetzt ein bisschen größere, aber generell hat fast jede kleine Stadt irgendwo eine Rösterei, wo man eigentlich mal hingehen kann und fragen kann, was vielleicht der beste Kaffee für einen selber ist. Also viele gehen dann einfach und kaufen sich dann gemahlen, aber ich finde, das kann man auf jeden Fall mal machen, weil vielleicht, wenn Leute echt mal irgendwie Bauchschmerzen haben sollten oder sonst was, dann lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man, auch wenn man auf Kaffee nicht verzichten möchte. Weil das war auch dein Grund, wieso du die Säure quasi gemindert hast, weil das dann zu stark war. Und dann cool. Wir haben Spaß dran. Wir trinken es gerne. Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen habe ich gesagt, komm Flo, lass uns mal jetzt zusammen hier die Kaffeemaschine ausprobieren. Deswegen freue ich mich, dass wir das jetzt in Betrieb nehmen. Eigentlich haben wir alles aufgebaut. Ja. Wir müssen nur noch den Kaffee reinmachen und dann trinken wir uns durch alle durch. Wahrscheinlich können wir heute Nacht nicht schlafen, aber ist egal. Ja, ich glaube, da gibt es einige Kaffees, die man trinken kann. Also das wird auf jeden Fall heftig. Ja, machen okay, wir. Okay, los geht's. Perfekt. Nice. Oh, wir sind schon fertig, glaube ich. Ja. Vielleicht nochmal so ein paar Hard Facts. Das ist die Philips 5000 Latte Go mit Milchsystem. Sprich, hier kann man gleich noch, und das machen wir, wenn wir gleich eine Latte machen, hier noch ein Milchsystem reinhängen. Das Gute ist, dass man hier, seht ihr auch gleich, überhaupt keine Schläuche hat. Und ich glaube, das meinten wir auch eben schon, ne? Das hält halt super viele Leute davon ab, einen Kaffeevollautomaten zu kaufen, weil man halt die ganzen Schläuche nicht reinigen möchte. Das ist hier gar nicht der Fall. Hier kann man dann den Mahlgrad einstellen. Das habt ihr eben schon gesehen. Hier haben wir den Aqua Clean Wasserfilter reingemacht. Damit kann man bis zu 5000 Tassen machen, ohne die Maschine überhaupt entkalten zu müssen. Was ich jetzt erfahrungsgemäß sagen kann, ist großartig, weil unsere Maschine musste man ständig entkalten. Das ist einfach ein ganz normaler Amerikaner, ne? Klasse.
Cappuccino. Cappuccino. Und dann mit Hafermilch den Latte. Und wie man sieht, das wird hier wirklich einfach nur so reingesteckt und man hat keine Schläuche. Darüber reden wir schon ungefähr eine halbe Stunde. Wäscht mal einfach ab und fertig. Okay, ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt gefühlt für die ganze Straße schon was gebrüht. Jetzt haben wir aber auch eine coole Funktion entdeckt, und zwar ist das die Memo-Funktion. Sprich, man kann länger auf den Knopf drücken, sagen wir machen jetzt ein Latte Macchiato. Dann drückt man länger auf den Knopf und dann kann man quasi selber bestimmen, wie viel Kaffee rauskommt. Drückt man nochmal rauf und dann wird das halt für die nächsten Male gespeichert. Also du lässt jetzt lange gedrückt. Mhm. Das ist halt schon mega gut. Find's lecker. Probier mal. So, ich werde jetzt mal ein bisschen den Tisch schön machen, habe ich mir gerade überlegt. Magst du Stollen? Ah, ist nicht so deins. Ich sehe es schon. Aber ich würde probieren. Okay, dann probierst du Stollen. Was haben wir hier noch? Marzipankuchen? Nee, auch nicht? Auf keinen Fall Marzipan. Oh, ich liebe Marzipan. Es sind aber auch nicht so viele Leute, die Marzipan mögen. Doch. Also, okay. Kannst du nicht erzählen, dass Marzipan. Dass die meisten Leute mögen. Also ich kenne 50-50. Echt? Wer von euch liebt Marzipan? Wer von euch ist komisch wie Flo und mag es nicht? Was, glaube ich, viele nicht mögen, ist Rosenkohl zum Beispiel. Was? Ich habe das bis vor 2 Jahren habe ich das schrecklich gefunden. Es gibt auch viele Leute, die Grünkohl nicht mögen. Genau. Grünkohl ist, glaube ich, total so ein regionales Ding. Ich meine, wir leben ja hier in der Grünkohl-Hochburg. Ja. Oder da, wo ich herkomme, ja auch. Ja. Bei euch im Ruhrgebiet ist eigentlich gar nichts, ne? Das ist die Currywurst. Ja. Currywurst. Currywurst Metropolische. Flo, dein Stollen, wie hat er dir geschmeckt? Hm. Schmeckt gut. Also kann man auf jeden Fall essen. Nein, das ist sehr lecker. Das ist auf jeden Fall lecker. Ja, aber Technik Talk ist doch besser, wenn das von jemandem kommt, der Technik versteht. Ich bin jetzt nicht der krass Affinste. Aber was ich geil finde, ist an der Maschine, dass die Keramik Mahlwerk hat, weil viele haben halt quasi aus Eisen Mahlwerke und wenn die schneiden, dann sind die so nicht konstant. Also die quasi. Dass am Ende was dabei rauskommt, was ist halt manchmal grobkörnig, manchmal fein und so, das ist halt nicht konstant und das nutzt sich auch nach einer Zeit ab und das ist bei Keramik nicht so. Und das ist halt, dann hast du halt immer die gleiche Stärke, was halt mega cool ist. Mhm. Und ich finde halt cool, dass man den Mahlgrad einstellen kann. Danke dir. Kein Problem. Jetzt warst du irgendwie 5 Stunden hier oder so, ne? Wir haben die ganze Zeit. Boah, ich fühle mich auch ein bisschen aufgepeppt von dem Kaffee, ne? Ja, ich auch. Wir haben jetzt Flo noch ein bisschen was für einen Heimweg mitgegeben. Damit der Junge auch nicht verhungert. Genau, der arme Junge. Adios. Und die Klingel ist hier oben. Also es ist aber alles. Aber hast du ein Zettel, dass es hier hochgeht. Es ist alles. Das ist alles noch Work in Progress. Ja, ja, das ne? ist noch nicht so optimal gelöst. Mach's gut, ciao. Das war ein richtig, richtig schöner Nachmittag und ja, ich hätte Flo, glaube ich, niemals in meinem ganzen Leben kennengelernt, wären wir nicht zusammen im Coworking Space. Also ich habe ja schon ganz oft darüber gesprochen, wie großartig ich allgemein das Prinzip Coworking Space finde. Aber ich glaube, es gibt auch riesige Unterschiede. Also plakativ gesprochen, irgendwo in einer Großstadt in so einem riesigen Ding ist, hat man vielleicht auch sehr viel Anonymität und einige wollen da wirklich nur so rein was arbeiten raus. Bei uns ist das halt, ich kann nur sagen, glaube ich, glücklicherweise nicht so, sondern dass wir halt echt so eine super Truppe sind, die sich halt auch privat immer trifft, was ich halt echt schön finde. Vor allem, ich glaube, das können auch viele sagen, die vielleicht in eine Stadt ziehen, in der sie nicht aufgewachsen sind, dass man ab einem gewissen Alter super, super schwer Leute kennenlernt. Also es ist ja auch schön, Leute in der Stadt zu kennen, in der man wohnt. Jetzt muss ich noch ein bisschen was aufräumen, noch mein Video zu Ende schneiden, aber eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Und zwar, wie man den Behälter, wo man die Milch reinkippt, sauber macht. Denn wie ihr seht, da sind halt 0 Schläuche irgendwas. Das ist einfach aus 2 Teilen besteht das.
Und das kann man entweder in die Spülmaschine machen, die wir nicht haben, oder halt mit der Hand waschen und dann ist es halt fertig. Also mega easy. Ich verlinke euch alles weitere nochmal in der Infobox. Schaut da mal vorbei. Ist es ein weiterer Fehlkauf? Guten Morgen. Haben wir vielleicht diesmal einen Teppich, der uns gefällt? Ich finde ihn auf jeden Fall schön fluffig, den zeige ich euch gleich nochmal. Und der Plan ist, also in Theorie, den unter meinen Schreibtisch zu stellen. Hier seht ihr das mal. Der ist halt schön dick, auch schöner vom Material als der andere. Der sieht halt nicht billig aus. Der andere war einfach, weiß ich nicht, der sah gar nicht gut aus. Hier finde ich den eigentlich ganz schön. Das ist halt so ein helles Beige, würde ich mal sagen. Habe ich auch wieder bei Benuta bestellt. Also mein erstes Problem sind Kabel. Ihr wisst, wenn ihr gewisse Dinge wisst, die ich nicht mag, Kabel sind so unästhetisch, ich krieg gleich die Krise. Ignorieren wir die Kabel. Findet ihr mich ganz woanders besser hinlegen? Vielleicht aber ein bisschen mittiger. Also ich finde es irgendwie, es trennt so ein bisschen die Räumlichkeiten ab. Sonst habe ich immer das Gefühl, dass, weißt du, irgendwie ist nirgendwo eine Raumtrennung hier. Stehen einfach Sachen rum. Aber tendenziell finden wir den Teppich nicht hässlich. Ich finde den Teppich super. Okay, weil ich finde den auch eigentlich schön. Das ist so ein Berber-Teppich. Der ist super cozy, aber der passt halt auch, der passt auch vom Stil her einfach nicht runter. Der ist viel zu kuschelig für einen Arbeitsplatz. Das ganze Raumkonzept muss noch, weißt du, ich finde, das muss schon ein bisschen getrennter sein oder wirken. Also Leute, okay, wir haben hier jetzt ein Problem. Was sagt ihr? Wie finden wir den Teppich? Finden wir, dass er hier unter dem Schreibtisch liegen sollte? Habt ihr andere Ideen? Sollten wir ihn auf jeden Fall behalten? Dann vielleicht ins Ankleidezimmer, das könnten wir vielleicht nochmal überlegen. Na, ich finde, der wirkt auf dem hellen Boden im Ankleidezimmer wirkt er nicht, aber der könnte super ins Gästezimmer passen. Oder in die Sofa. Ah, zu der neuen Couch, die zeigen wir euch, glaube ich, nächste Woche nochmal. Auch so ein halber Fehlkauf. Halb? Feedback, bitte. Und solange... Ich finde auch gerade solche Entscheidungen, brauchst du Hilfe? Ja. Okay. Ich finde ihn schon hübsch, also... Ja. Okay, schließen wir das kurz ab. Dann das nächste Thema war ja, was machen wir hier hin? Den gesamten Raum hatte ich euch ja vorletzte Woche gezeigt. Das Problem ist nur, wir haben ja keine Fußbodenheizung mehr. Was ja schon mal allgemein schwierig ist, sprich, es ist halt, wenn man aus der Dusche kommt und so, wäre es halt schon schön, hätte man hier halt irgendwas und würde sich nicht halt sofort die Füße abfrieren. Jedoch bin ich, glaube ich, ohne alles halt auch am minimalistischsten. Ach ja, Freunde, ich weiß es einfach nicht. Dann, wir wollen ja hier mehr Realität zeigen, hatten wir die letzten Tage öfter mal Besuch und ich hatte keine Zeit, den Sessel, den, glaube ich, jeder hat, wo einfach Sachen draufkommen, zusammenzulegen. Sprich, ich habe es einfach mal da deponiert. Das muss ich jetzt auf jeden Fall zusammenlegen. Ich sehe hier schon meinen Kaschmir-Pulli. Wenn mein Freund das sehen würde, wäre er, glaube ich, nicht happy mit meinen Entscheidungen. Wo ich den hier sehe. In meinem vorletzten Video ein paar Fragen zu meinem Away-Koffer, den ich ja auf meiner letzten Reise dabei hatte. Und ich dachte, ich beantworte das nochmal eben. Also ein riesengroßes Feature, was ich so unglaublich praktisch finde, ist für alle Leute, die viel unterwegs sind und natürlich Handy, Tablet, whatever benutzen. Der hat halt... Seht ihr das? Eine eingebaute Powerbank. Man kann halt am Flughafen, Bahnhof, wo auch immer man ist, einfach halt sein Handy aufladen, sucht sich halt nicht dumm und dusselig. Kann man die auch rausnehmen, wenn man zum Beispiel in ein Land fliegt, wo das jetzt angenommen nicht gestattet wäre. Unglaublich großartig. Also das war etwas, was viele wissen wollten. Meiner ist in beige, ich war ein bisschen mutig. Ich hatte auch dunkelgrün gesehen, also die haben richtig, richtig mega viele Farben. Was für mich halt auch richtig wichtig ist und was meine letzten kleinen Carry-On-Koffer nicht hatten, sind 4 Rollen. Ich habe den Bigger Carry-On, es gibt quasi noch eine Nummer kleiner. Was kann ich euch noch erzählen? Achso, dann gibt es noch so Pouches, die man noch dazu bestellen kann, wo man einfach besser packen kann. Also dann können wir zum Beispiel hier Unterwäsche rein,
Hier halt verschiedene Kabel. Das finde ich auch cool, da kann man das halt noch besser unterteilen. Und was auch noch damit kommt, was ich mega fand, die ganzen Plugs. Der ist extrem robust. Die haben auch noch welche in Aluminium zum Beispiel, wenn ihr so einen Look mögt. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, ich glaube, das war alles, was ich so gelesen hatte. Dann schreibt mir natürlich einfach. Irgendwie so blau und dann changiert er so ein bisschen lila, so leicht holographisch. Schön. Ich zoome euch mal so krass rein, weil ich sonst nicht weiß, ob ich fokussiert bin. Aber nun gut, ich werde jetzt mein Video zu Ende schneiden. Ich hoffe, wie immer, euch hat der Vlog diese Woche gefallen. Ich werde euch alles, worüber ich gesprochen habe und so weiter, in die Infobox verlinken. Zoomen und zoomen. Okay, wir ignorieren die Fokusprobleme. Wir sehen uns am Sonntag wieder in einem neuen Video. Und bis dahin, schreibt mir auf jeden Fall bitte, bitte, bitte in die Kommentare, was wir hier mit der ganzen Teppichsituation machen sollen. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und was ist? Und am Sonntag. Ciao. Bye.